Okay, Mittagessen ist soweit gekocht. Gott sei Dank habe ich auch schon den Kuchen fertig. Jetzt muss ich nur noch die Wäsche von meinem Freund machen und außerdem auch noch sein Zimmer putzen und Staub wischen. Aber dann bin ich fertig. Gott sei Dank. Ich mache das so gerne alleine. So gerne. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem, finde ich persönlich, sehr coolen Thema. Und zwar geht es heute um 20 Klischees, die es von Mädchen und von Frauen gibt und die teilweise einfach nur so nerven. Ich meine, selbst wenn das Klischee auf einen zutrifft, möchte man ja trotzdem nicht von Anfang an irgendwie in so eine Schublade gesteckt werden. Und nicht nur ich habe heute ein Video zu dem Thema gedreht, sondern auch Laura vom Kanal LaurenCocoXO. Da findet ihr dann die nächsten 10 Klischees. Also das Video werde ich euch am Ende von meinem Video verlinken. Und falls ihr von Lauras Kanal gekommen seid und mich noch nicht kennt, dann hi, ich bin Barbara und ich lade mittwochs und sonntags Videos hoch. Und sonst fällt mir gerade nichts ein, was ich über mich erzählen könnte. Okay, ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Video und los geht's. Klischee Nummer 1. Mädchen sind immer Zicken. Okay, Schatz, ich gehe jetzt zum Sport. Bis dann. Ich gehe jetzt zum Sport. Immer gehst du zum Sport. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, um zum Sport zu gehen. Egal ob zu Hause, in der Schule oder bei der Arbeit, immer wenn viele Frauen irgendwie auf einmal sind, heißt es, oh, gleich bricht ein riesen Zickenkrieg los und so. Und ich verstehe nicht, woher das kommt, weil ich die Erfahrung echt nicht in meinem Leben gemacht habe. So klar kenne ich zickige Frauen, aber ich kenne auch zickige Männer und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mehr zickige Frauen kenne als zickige Männer. Klischee Nummer 2. Frauen brauchen Ewigkeiten, um sich fertig zu machen. Kommst du jetzt endlich? 5 Minuten! Wobei, eigentlich muss ich noch mein Outfit raussuchen. Ich brauche die passenden Schuhe dazu und natürlich die Accessoires. Das heißt eigentlich eher 60 Minuten. Ich kenne so viele Mädchen und Frauen erst einmal, die sich überhaupt nicht schminken im Alltag und dann müssen sie ja auch nicht mehr machen. Und das Interessante ist, wenn mein Freund und ich gleichzeitig irgendwo hin müssen und uns morgens den Wecker stellen, dann stellen wir den immer auf die gleiche Uhrzeit und stehen gemeinsam auf. Zugegeben, wenn man dann irgendwie wirklich mal auf eine Hochzeit oder so eingeladen ist, dann brauche ich deutlich länger als er. Aber so im Alltag finde ich nicht unbedingt, dass das stimmt. Klischee Nummer 3. Mädchen bestellen sich immer nur Salat zum Essen. Mittagessen. Nee, also auf gar keinen Fall. Ich kann ganz genauso gut mit meinen Freundinnen richtig gut Pizza essen gehen. Keine Ahnung, es ist ja auch vollkommen okay, wenn man sich Salat bestellt. Ist ja auch nicht so, als hätte ich das noch nie gemacht. Nur so dieses typische Bild einfach, da sitzt dann so der Mann und isst seinen Burger oder so, so einen richtig fetten Burger. Und dann sitzt daneben das Mädchen und knabbert so an einem Salatblatt. Ich finde das so schrecklich, wirklich. Esst einfach das, worauf ihr Lust habt. Und versucht es wirklich ohne schlechtes Gewissen zu machen, weil man lebt nur einmal und das hat man sich verdient. Klischee Nummer 4. Frauen und Mädchen gehen ständig shoppen. Ich bin wieder da! Also ich habe schon häufiger gelesen, dass Frauen und Mädchen tatsächlich mehr Geld ausgeben insgesamt, so für Klamotten und so, als Männer. Ich glaube, da muss dann also schon irgendwie was dran sein und ich kann jetzt schlecht abstreiten, dass ich gerne shoppen gehe, weil das würde mir eh keiner glauben und es ist auch einfach nicht so. Aber ich habe auch viele Freundinnen, die hassen shoppen. Also es kann echt so und so sein und ich finde, das ist auch absolut okay. Klischee Nummer 5. Mädchen gehen immer zu zweit aufs Klo. Entschuldigt ihr mich mal eben, ich muss mal kurz aufs Klo. Oh ja, ich komme mit. Oh cool! Okay, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die echt gerne immer gemeinsam aufs Klo gehen. Ich persönlich hasse das wie die Pest. Kennt ihr das? So zwei gehen gleichzeitig aufs Klo, nebenan in die Kabinen und dann ist einfach eine halbe Stunde lang Stille, weil niemand zuerst pinkeln kann. Klischee Nummer 6. Mädchen reden immer viel zu viel. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Oh mein Gott, hast du gehört, dass Nico und Sarah nicht mehr zusammen sind? Wenn ich jetzt mal so vergleiche, mein Freund und ich reden, glaube ich, ziemlich gleich viel. Kommt immer so ein bisschen drauf an, in was für einer Stimmung man gerade ist, aber manchmal hat er so Tage, an denen labert er mich einfach nur voll und ich denke mir so, lass mich in Ruhe, das ist eine imaginäre Wand und ich will nicht mehr hören, was er sagt. Und ich glaube, ganz genauso ist es auch mal andersrum. Also würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Mädchen und Frauen generell mehr reden als Jungs, oder? Klischee Nummer 7. Mädchen haben keine Orientierung. Wo bin ich hier noch einmal? Oh ja, stimmt ja, in meinem eigenen Zimmer. Ha! Wie konnte ich das mal wieder vergessen? Ich muss zugeben, meine Orientierung ist echt gleich null. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob es vielleicht daran liegt, dass jeder heutzutage ein Handy hat und da drin sind immer gute Navis eingebaut oder zumindest halbwegs gute und man kann sich einfach darauf verlassen und muss sich nicht mehr unbedingt so diese Straßenecken und Bäume und weiß ich nicht was für Orientierungspunkte merken. Vielleicht liegt es daran. Klischee Nummer 8. Frauen versagen in allem, was mit Technik zu tun hat. Moment, wozu waren diese zwei Dinger nochmal da? Ah, ich glaube, ich weiß. Oh, nee, irgendwie auch nicht. Komisch. Egal.
Also niemand bezweifelt, dass es zum Beispiel mehr Männer in so technischen Berufen gibt als Frauen. Aber was ich dann halt gerade so besonders schade finde, wenn dann mal eine Frau wirklich Interesse und Begabung in dem Fach hat, dann wird sie häufig so schief angeguckt, wenn sie sagt so, ja, ich bin Automechanikerin oder ich bin Handwerkerin oder so. Und das ist voll schade, weil warum sollten Frauen das nicht ganz genauso gut können wie Männer, ganz ehrlich? Und wenn ihr Bock drauf habt, sowas zu machen, dann solltet ihr das auch machen. Und ganz genauso gilt das natürlich andersrum, wenn ein Junge irgendwie Grundschullehrer werden möchte, statt zum Beispiel Automechaniker, why not? Klischee Nummer 9. Mädchen sind viel ängstlicher als Jungs. Hast du das gehört? Nein, ich habe nichts gehört. Wie konntest du das nicht hören? Da war definitiv ein Geräusch. Kannst du vielleicht in den Keller gehen und gucken? Ich könnte mir vorstellen, dass das noch so aus dieser Zeit kommt, so als der Mann der Ritter in der strahlenden Rüstung war und irgendwie die schwache Prinzessin retten musste vor dem großen Drachen oder so. Aber also das ist einfach voll veraltet, finde ich, und trifft überhaupt nicht zu. Frauen und Mädchen sind heutzutage, finde ich, so stark und halt so mutig wie noch nie zuvor und, finde ich, stehen da echt Männern und Jungs in nichts nach. Das ist meine Meinung dazu. Klischee Nummer 10. Frauen sind für Hausarbeit zuständig und können sie auch viel besser als Männer. Okay, Mittagessen ist soweit gekocht. Gott sei Dank habe ich auch schon den Kuchen fertig. Jetzt muss ich nur noch die Wäsche von meinem Freund machen und außerdem auch noch sein Zimmer putzen und Staub wischen. Aber dann bin ich fertig. Gott sei Dank. Ich mache das so gerne alleine. Also das ist auch so ein bisschen veraltet, finde ich. So klar, früher sind Frauen viel häufiger zu Hause geblieben und haben sich dann halt einfach auch so um den Haushalt gekümmert. Und ich finde, es ist auch vollkommen okay, wenn das so das ist, was man später machen möchte. So, keine Ahnung, Kinder bekommen, Halbtagsjob oder gar nicht arbeiten, weil der Mann halt genug verdient und zu Hause alles machen. Wenn das das ist, was man möchte und so beide Seiten das okay finden, ja, warum dann nicht? Also wirklich, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Für mich persönlich wäre es nix. Aber ich finde, man ist nicht weniger wert dadurch, wenn man halt lieber zu Hause bleiben möchte. Und ganz genauso ist es aber, dass man nicht schlechter ist, weil man, keine Ahnung, vielleicht keine Kinder haben möchte oder erst später Kinder haben möchte und erstmal sich beruflich irgendwie halt so verwirklichen möchte. Und da finde ich, ist es so super wichtig, dass man echt einfach darauf guckt, so was möchte ich machen, was sind wirklich meine Begabungen, meine Interessen und nicht, was sagt irgendwie ein Rollenbild über mich, was sollte ich machen. Und falls euch das Thema Berufswahl im Moment interessiert und ihr auch so darüber nachdenkt, dann könnt ihr euch zum Beispiel am 28. April beim Girls and Boys Day informieren. Das ist eine sehr coole Veranstaltung, wo ihr richtig viele Infos zu dem Thema bekommt. Und ich denke, das Wichtigste ist einfach echt, macht euer Ding, macht das, was euch glücklich macht und seid einfach ihr selbst. Und wie versprochen, verlinke ich euch jetzt natürlich auch noch Lauras Video mit 10 weiteren Klischees. Also schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei, falls ihr sie noch nicht kennt. Der Link zu ihrem Video wird auch unten in der Infobox sein. Also sie macht wirklich richtig coole Videos und falls ihr ihren Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall heute mal tun. Meine letzten beiden Videos habe ich euch jetzt auch nochmal hier verlinkt und meine Social Media Accounts, wo ihr mir sehr gerne folgen könnt. Und ja, dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr das Video geschaut habt und ciao.